Hallo, liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit. Heute Dienstag, 10. Mai 2011. Ich habe fünfmal alles geändert und der letzte Stand ist jetzt die Regierungsumbildung des Merkel-Regimes. Auf die Zusammensetzung der neuen Bundesregierung hat die Bundeskanzlerin keinen maßgeblichen Einfluss infolge des Koalitionsvertrages. Nämlich die einzelnen beteiligten Fraktionen, hier geht es um die Freie Demokratische Partei FDP, nach dem Koalitionsvertrag die Ministerien zugeordnet bekommen hat, die die FDP selbst besetzen darf und umbesetzen darf. Und jetzt kommt es zu einem Revirement. Der Bundeswirtschaftsminister Brüderle tritt in ein Parteiamt der FDP aus dem Wirtschaftsministeriumsamt zurück. Der zukünftige Bundesgeschäftsführer der Freien Demokratischen Partei als Nachfolger von Außenminister Westerwelle, der Gesundheitsminister, wird dann Wirtschaftsminister werden. Und der Herr Bahr aus Nordrhein-Westfalen wird die Nachfolge von Philipp Rösler als Gesundheitsminister werden. Der Bahr ist noch sehr jung, aber er ist sehr clever, sehr klug, ein guter Kopf für die liberale FDP. Und auf diese Zukunft auch dann der Fraktionsleitung zukünftig durch den Rainer Brüderle innerhalb des Bundestages. Fraktion ist im Parlament, Teil der Fraktion ist in der Regierung, das ist also Exekutive und Legislative in der Doppelrolle und so weiter und so fort. Das ist heute das aktuelle Thema. Das finde ich aber durchaus auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute schon, wo es heißt, hier Bahr ins Kabinett, also in dieses Merkel-Regime, Rösler will Wirtschaftsminister werden. Das ist also jetzt amtlich. Und was mir aber die höchst bewegende Echtzeitnachricht ist, die ich gerade eben nochmal gehört habe, ist ja was ganz anderes, nämlich Fukushima abschalten. Das Abschalten der Atomanlagen in Deutschland. Das ist auch Teil des Leitartikels hier oder des Kommentars. Die Einstiegsfrage, Stefan Dietrich der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt heute, spätestens eine Stunde nach der Abfahrt in den Italienurlaub fangen die Kinder auf dem Rücksitz an zu quengeln, wann sind wir endlich da? Das bezieht er dann auf die Ungeduld der Regierung und der CDU und so weiter in Bezug auf die energiepolitischen Entscheidungen. Denn die CDU will nicht abschalten, sie will auch nicht aussteigen, sie will nur schummeln. Und deshalb quengeln sie, warum jetzt diese Entscheidungen in Bezug auf die Atomenergie so lange dauern. Ja, das ist eben eine Entscheidung von der Bundeskanzlerin, die glaubt, sie kann das länger verzögern, länger ausleiern, das ganze Thema, statt abzuschalten. Und das ist hier mir heute die bewegendste Tatsache. Der angeblich preisgünstige Atomstrom, der hat jetzt für jeden Menschen, der nicht völlig bescheuert ist, eine Wahrheit offenbart. Die japanische Fukushima-Atomanlagenbetreibergesellschaft TEPCO hat jetzt offiziell beim japanischen Staat Geld beantragt, um die eigene Verantwortungskrisenarbeit in Fukushima und so weiter überhaupt erschwingen zu können. Liebe Leute, jetzt passt auf, jeden Tag, was dort an Geld hineinfließt, das kostet alles die Kilowattstunde mehr. Und wer bezahlt es? Der Staat. Steuermittel. Das ist genau der Zauber, der hier entzaubert wird, auf den es ankommt. Und das ist wirklich die wichtige Nachricht. Aussteigen, abschalten. Und der einzige vernünftige, konkrete Plan, der hier bisher auf dem Tisch liegt, das sind dann die konkreten Festlegungen von Jürgen Trittin von vor ein paar Tagen, der dem Merkel-Regime zuvorgekommen ist, um konkret zu sagen, was zu machen ist. Ein wichtiger Punkt in der Abschaltpolitik ist, dass die unsäglichen Vorrechnungen, die Scheinrechnungen über diese wahnsinnig kostspieligen großen Backbones, riesigen Leitungen vom Meer, genau, nach Bayern, durch Deutschland. Das ist ja nur aufgrund von völlig kranken Gesetzesregelungen, dass die Bundesatomgenehmigungspolitik
nicht mit den Länderkompetenzen abstimmbar ist, sodass in Bayern erzeugte nachhaltige Energie nicht in Bayern produziert wird und verbraucht werden kann, sondern angeblich von der Nordsee oder noch weiter hergeleitet werden muss. Diese langen Leitungen vom Norden nach Süden sind überhaupt nicht nötig, wenn man in Bayern, genauso wie man früher Windmühlen hatte und Wassermühlen in Bayern hatte, ja, Karl Spitzweg hat das wunderschön gemalt, kann man in Bayern auch heute Windmühlen und Wassermühlen haben. Man muss es nur wollen. Und gar nichts spricht dagegen, außer der Mensch will im Dunkeln sitzen. Die Atomstromgeschichte jedenfalls ist unbezahlbar und völlig hirnrissig. Und niemand hat überhaupt ernsthafte Argumente dagegen. So, das reicht mir heute hier als Lichtgeschwindigkeitsbemerkung, denn es ist genau das, was hier nicht drin steht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht sich nicht in der Rolle des offenen Argumentierers, sondern vielmehr in einer Art Machthofberichterstattung. Wer bezahlt das? Natürlich nicht der Käufer, der für 2 Euro diese Zeitung täglich kauft, sondern die Wirtschaft, die die großen Annoncen machen und den Einfluss darauf nehmen. Insofern dürfen wir hier nicht viel erwarten. Und ich habe hier geguckt, die bildende Kunst und das Tier ist ja mein großes Thema, Lebensthema fast. Und da habe ich hier noch etwas Schönes im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vielleicht kann ich das als Zusatz geben. Nachruf auf John Walker. Wie es sich gehört, hatte ich das gestern schon. Bob Dylans Radioshow. Man kann das übers Internet bekommen. Hier, dieser Mensch hat den Menschen was zu sagen. Da kann man mal reinhören. Schönen Dank hier für den Aufruf und wenn du denkst, du hast das Glück.